Hallihallo, mein Lieben, herzlich willkommen auf dem Kanal bei Freyas Orakel und Human Energetik. Wir starten jetzt in ein neues Seelenpartner-Orakel. Und zwar geht es hier um einen Seelenpartner, auf den du schaust, auf einen Menschen, mit dem du eine ganz, ganz innige und tiefe Verbindung hast. Ja, wo es immer mal so ein paar On- und Offs gibt, ne? Also, das ist ja ganz, ganz oft so, dass man mal Schluss macht, dann ist man wieder zusammen, dann es sind wieder ein paar Themen, die einen triggern und dann tut man sich wieder ablösen und versucht, diesen Menschen irgendwie, ich sag's mal so, loszuwerden, ne? Weil es ist nun mal so, also eine Seelenverbindung, die kann manchmal, die ist zwar sehr, sehr tief und innig, aber, ne, die ist aber auch richtig anstrengend, ja? Und manchmal wünschte man sich, diesen Menschen vielleicht auch gar nicht kennengelernt zu haben, ja? So verflixt und zugenäht ist das. Und, ja, und diese Seelenpartnerschaften, die sind auch manchmal gar nicht so einfach. Aber im Endeffekt sollte man den höheren Sinn von so einer Partnerschaft sehen, ja? Weil der höhere Sinn, der ist ganz einfach, dass man mehr zu sich selber steht, dass man mehr zu sich selber findet, dass man in seine Selbstliebe findet. Selbstliebe ist schon einfach mehr für sich zu tun, einfach mal mehr auf sich zu achten, ja, als ständig nur zu gucken, was das Gegenüber gerade macht. Und ja, das bringt eine Seelenverbindung im Endeffekt heraus, ne? Und aus diesem Grund kommt heute der Seelenpartner Fritz mit dir angefahren. Ne? Und siehe da, du bist an erster Stelle. Ne? Also, wie hast du das nun gemacht, dass du mal an erster Stelle bist? Also, was ist los, Fritzilein? Hä? Lässt du heute mal deine Seelenpartnerin den Vortritt hier? Als allererstes, ganz oben stehst du da hier. Okay, es geht gerade nicht. Ja. Und Fritzi ist heute mal ganz hinten dran am Schwanz. Oder besser gesagt an der Rute, ne, an deiner Rute hier. Ja, das sieht man auch nicht aller Tage, ne, weil meistens ist es ja so, dass sich so ein Seelenpartner meistens an erste Stelle stellt. Ne? Ich und niemand anders und du kommst dann erst danach irgendwann. Aber diesmal hast du es wahrscheinlich wirklich geschafft, dass du hier die Nummer 1 bist und der Seelenpartner, ne, dass ihr versucht wirklich diesmal auf der gleichen Stufe hier zu stehen. Ja, und das ist richtig super. Ja, so soll es ja auch sein. So. Und da aus dem Grund schauen wir jetzt einfach erstmal rein hier in die Energien bei euch. Was ist gerade hier los bei deinem Seelenpartner und zwischen dir? Ne, dann gucken wir mal in die Gedanken, Gefühle und natürlich auch, wo es hier mit dir und deinem Seelenpartner demnächst hingeht. Ja? Oh, nee, was ist da schon wieder los? Also hier sehe ich ja gerade schon mal einen Mangel. Ne? Also hier ist irgendwie eine Bedürftigkeit gerade. Das kann bei deinem Seelenpartner sein oder bei dir. Aber dich nehme ich so ein bisschen wahr, wie wenn du in einer guten Energie bist. Ne? Also ja, Stillstand, Stagnation ist gerade hier drinne. Ne? Man ist gar nicht so gut in seiner Mitte gerade. Ja, das kann für dich sein, das kann aber auch für ihn sein, vielleicht auch für euch beide. Ja, hier ist eine Bedürftigkeit, die Naut ist. Das ist ja auch so eine Mangel, so eine Rune des Mangels. Ne? Vielleicht führt man auch so ein paar Veränderungen durch in der Not. Man ist bedürftig, man ist ja gar nicht in seiner Mitte. Ja, und das ist gerade so das Thema hier bei euch. Oder bei dir oder bei ihm oder bei euch beiden auch, ja. Was sagen denn die Schutzengel hier gerade zu eurer Seelenpartnerschaft? Was ist denn da noch los? Da haben wir erstmal die Hingabe, ne? Ja, man gibt sich den Dingen jetzt hin. Also man soll sich ja auch hingeben, dieser Sache, ja. Gib dich einfach diesen Energien hin, die du gerade fühlst, aber nicht diesen Mangel. Aus dem Mangel musst du rauskommen, das ist ganz, ganz wichtig, weil wenn du gerade hier so nicht in deiner Mitte bist, dann solltest du wirklich Dinge unternehmen, um wieder in deine Mitte reinzukommen, ne. Da kannst du Meditationen machen, was kannst du noch machen? Du kannst dir schöne Musik anhören, Musik, die dir wirklich gut tut, ja, die dich in eine gute Laune reinbringt. Es ist aber auch wichtig, dir die Themen mit deinem Seelenpartner gerade anzugucken und dich der ganzen Sache hinzugeben. Ja? Nochmal reinzuschauen, was da los war, um das Ganze vielleicht auch ein bisschen besser zu verstehen. Und jetzt geht gerade meine Kaffeemaschine an und läuft. Okay. Ja, Harmonie und Entschlossenheit, ne? Das ist das, was ich gerade gesagt habe. Gib dich dieser Sache jetzt hin.
Ja, schau auch hier ein bisschen mehr auf dein Inneres und finde wieder in deine Harmonie. Sei einfach entschlossen, wieder in die Harmonie zu finden. Ja, und das kann gerade auch bei euch beiden so das Thema sein, dass man hier in einem Mangel ist, ne, weil hier gerade ein Stillstand ist. Vielleicht habt ihr auch, oh, nicht so viele. Nee, nee, nee. Vielleicht habt ihr auch gerade keinen Kontakt miteinander und man gibt sich vielleicht einfach gerade so ein bisschen den Energien hin. So, was sagen die Lektionen deiner Seele? Was ist hier noch los? Ja, es geht jetzt um das Glück. Wenn ich glücklich bin, dann bin ich auf den richtigen Weg, dass du jetzt in dein eigenes Glück reinkommst. Also ist es doch gut, wenn du hier, ne, an erster Stelle stehst, ne? Und ich stell mal jetzt einfach so mal auf das Glück rein, ne? Und dein Seelenpartner, den stellen wir jetzt einfach mal hier hin, zwischen Hingabe und Harmonie. Weil auch für deinen Seelenpartner ist es wichtig, dass er sich diesen Dingen hingibt. Dass er sich auch dazu entschließt, weil ihr beide spiegelt euch. Ja? Du bist jetzt erstmal, also mir kommt das hier rein, so auch mit der gesamten Kollektivenergie gerade. Es sind gerade einige Stillstände hier im Kollektiv, ne? Das weiß ich allein von meinen Kundengesprächen und alles. Und ja, du, ne, dass die weibliche Energie echt gerade wieder extrem mit den Energien zu kämpfen hat, ja, weil sich jemand nicht meldet, weil sich gerade der Seelenpartner nicht meldet. Und ja. Ja, was kannst du da am besten tun? Bei dir selber bleiben, ja. Einfach jetzt mal auf dich zu schauen, ja. Einfach dieses Glück, dieses Glückselige zu dir trotzdem zurückholen, ja. Auch wenn dieser Mensch gerade nicht in deinem Leben da ist. So, jetzt gucken wir aber mal bei deinem Seelenpartner rein. Was hat er denn für Gedanken gerade so in deine Richtung? Okay, hier ist schon mal ein Verlust, den er sich anguckt, ne? Hier ist ein Verlust oder Ängste. Ja, und das belastet ihn. Also ich denke, der Mangel, der wird wohl eher bei ihm gerade sein als bei dir. Ach du Schande. Ja, hier ist auf jeden Fall ein Verlust, ein Mangel, Ängste, ne, die sich dein Seelenpartner gerade anguckt. Hier ist auf jeden Fall etwas belastet und man ist enttäuscht. Ja, man trägt hier eine Fassade vielleicht auch. Ne? Ja. Was belastet ihn denn so? Na? Was belastet ihn? Ja, hier einfach eine Entscheidung zu treffen. Was ist mit der Maske? Oh, die hat es aber jetzt rausgepfeffert. Hier ist noch irgendwas, was man nicht weiß, was man nicht sieht. Und das ist Kummer. Dein Seelenpartner hat gerade Kummer und da denkt er gerade drüber nach. Er ist von irgendetwas enttäuscht. Ja, er denkt, dass du ihm was verheimlichst oder dass hier was zurückgehalten wird oder dass hier irgendwas verdeckt ist. Ach ja, ich habe es nicht dazu gesagt, das ist eine Allgemeinlegung, kann ich auf jeden hundertprozentig zutreffen. Wenn du jetzt merkst, das ist nicht mein Orakel, dann schalt bitte weg oder guck dir ein anderes Seelenpartner-Orakel in meiner Playlist an. Die sind alle zeitlos. Du hast aber auch die Möglichkeit, hier bei mir eine persönliche Legung zu buchen. Was denkt er, was fühlt er, was sind die nächsten Schritte in meine Richtung, also in deine Richtung? Ne, diese Kartenlegung hier findest du unten, wenn du auf die Überschrift klickst, in der Infobox. Dann gehst du einfach auf private Legung und dann führt dich das zu meiner Webseite und dann kannst du da gerne irgendwas buchen. Ne, ab Freitag habe ich jetzt auch hier den Black Friday bis zum 30.11. gibt es hier einen Rabatt 40% auf alle Dienstleistungen und Kartenlegungen und 30% auf die Produkte in meinem Shop. Also guck gerne mal da rein. Oh, und dann haben wir hier noch die Liebe. Ja, oh. Darüber denkt man gerade auch nach, ne? Also Liebe ist ja auf jeden Fall mit dabei, ja, und man wünscht sich schon irgendwie eine Begegnung mit dir, ein Treffen mit dir, aber hier ist auf jeden Fall was belastet. Hier ist ein Mangel und den hat er. Ich nehme den nicht bei dir wahr. Du gibst dich wahrscheinlich diesen Sachen hin und versuchst gerade deine Harmonie zu finden. Er hat hier Verluste, Mangel, die er sich gerade anguckt. Er will hier noch Entscheidungen treffen für diese Belastungen oder dieses Schicksalhafte, was hier bei euch ist. Und man ist hier irgendwie auch so innerlich enttäuscht und hat Kummer, ne, in deine Richtung. Also was du da jetzt gemacht hast, weiß ich nicht. Oder warum der diesen Kummer hat, weiß ich auch nicht. Ne? Warum hat er denn den Kummer? Da fragen wir jetzt mal.
Ja, er hat den Kummer einfach nur hier in seinem Inneren. Vielleicht ist er aber auch ein Familienthema, vielleicht hat er aber auch ein Körperthema. Das kann auch sein für den einen oder anderen. Aber mir kommt es auch gerade so ein bisschen rein. Er hat halt wirklich so einen Kummer in seinem Inneren. Na? Irgendwas bereitet ihn hier Kummer. Gut, was sind denn die Gefühle von deinem Seelenpartner in deine Richtung? Ja, also da sehen wir schon mal. Ne, die Gefühle sind schon harmonisch hier in deine Richtung. Er hat Sehnsucht nach dir. Okay. Er sehnt sich einfach nach der Verbindung zu dir. Ne? Er fühlt sich aber auch mit dir verbunden, aber hat hier noch Ängste oder Unklarheiten, ne, was wir hier sehen. Und hier ist, ja, hier sind auch Ängste. Er hat vielleicht auch Angst, dass du weg bist, ne, dass du dich irgendwie von ihm trennst oder sowas. Das kommt mir auch rein. Er will hier eine Lösung finden, um auf dich zuzukommen und da wieder einen Erfolg reinzubekommen. Ja, vielleicht will er sich aber auch von diesen Ängsten endlich mal trennen. Na, auf jeden Fall fühlt er sich schon harmonisch in deine Richtung. Er hat Sehnsucht nach eurer Verbindung. Er sehnt sich nach dir, fühlt sich mit dir verbunden. Aber wie gesagt, hier sind Ängste und Unklarheiten. Und warum sind diese Ängste und Unklarheiten? Weil er nicht weiter weiß. Na, was bereitet ihn denn so ein Labyrinth? Ja. Sag ich doch, ne? Er hat Labyrinth in seinem Inneren. Er weiß hier im Inneren nicht, was er tun soll. Also ich weiß hier nicht, was bei euch los war. Das wisst ihr ja selber. Ihr könnt mir das ja vielleicht mal in die Kommentare schreiben. Warum ist euer Seelenpartner von euch enttäuscht, ne? Oder warum hat er euch vielleicht auch enttäuscht? Naja, das wissen die meisten vielleicht nicht. Aber vielleicht ist es ja bei euch so, dass eine Stagnation drinne ist, dass er sich nicht meldet zurzeit. Ne, und ihr das vielleicht auch spürt, an was das liegt. Auf jeden Fall macht er sich Gedanken um den Kummer, ist über irgendwas enttäuscht, was ihn belastet. Und er würde dich gern vielleicht auch einladen und hat Sehnsucht nach dieser Verbindung. Ja, dass er sich zu dir machen würde gerne, aber hier sind Unklarheiten. Vielleicht weiß er nicht so richtig, ob du das überhaupt noch willst. Ne, vielleicht meldest du dich ja auch nicht. Das kann ja auch sein, ne, dass du hier irgendwie dich hier auch zurückhältst in dieser Sache mit ihm. Ja. Okay, also in den Gefühlen hat er gerade so ein bisschen Labyrinth und es ist halt unklar, ne, wo es hier hingeht. So, aber jetzt wollen wir wissen, wo geht's denn hin? Was sind die nächsten Schritte von ihm auf dich zu? Was macht dein Seelenpartner demnächst auf dich zu? Und wo geht es hin mit dir und deinem Seelenpartner? Uiuiui. Oh. Oh Gott, okay. Ich nehme das jetzt mal so. Na? Ich möchte wissen, die Sense. Die Sense, bitte. Okay, Gott sei Dank. Also ich habe auch trotzdem hier zwei Möglichkeiten. Na, zwei Möglichkeiten wieder hier. Jetzt mit den nächsten Schritten. In den nächsten Schritten könnte hier schon noch was enttäuschen, ne? Also es könnten starke Enttäuschungen sein, weil hier etwas mit der Vergangenheit ist. Das kann mit einer anderen Frau noch zu tun haben. Ja, dass sich da hier etwas enttäuschen tut. Oder man versucht hier wirklich wieder in die Stärke zu finden nach einer Enttäuschung. Das kann auch sein, ne? Hier geht die Verbundenheit mit einer Schlange raus oder einfach das Gleichgewicht hier, falls hier wirklich noch eine andere Person mit drinne ist, dann geht hier das Gleichgewicht raus bei den beiden. Wir sehen hier, er hat hier wirklich in deiner Richtung eine große Anziehungskraft, Unruhe und er würde dich echt gern sehen. Ja, er würde dich echt gern sehen. Ne, für andere ist es hier so, vielleicht gehen diese Enttäuschungen hier raus, die man in der Vergangenheit erlebt hat, oder man kommt hier wieder in die Stärke. Ne? Und die Schlange ist zwar, also dieses Komplizierte, was hier zwischendrin ist, das ist nicht im Gleichgewicht. Ja, also hier ist kein Gleichgewicht. Das Gleichgewicht geht raus. Also denke ich auch mal, dass dieses Komplizierte rausgehen wird. Ne? Wir sehen hier, dass hier wirklich versucht wird, etwas zu klären. Ja. Für einige kann das jetzt wirklich sein. Man versucht hier irgendwas zu klären.
Man versucht eine Lösung zu finden, das Ganze wieder mit euch sicherer zu machen. Das heißt, er versucht hier eine Lösung zu finden, mit dir vielleicht auch über diese Dinge zu reden. Oder falls hier wirklich Streit ist, ne, das zu klären, ne, sich von diesen Streitereien abzutrennen. Und ich habe ja aber noch die Liebe und die Sense und und das Herz, ne? Also, das kann auch bedeuten, dass diese Verletzungen jetzt endlich mal hier rausgehen werden bei euch, ja? Also die Verletzungen, die Sense, die hackt nicht mehr in die Liebe rein. Ne, vielleicht wird es, nee, oh Gott. Also mir kommt ja wirklich rein, dass man die Sonne erntet, den Erfolg erntet hier in der Liebe, ne, mit dir und deinem Seelenpartner. Ne, wir könnten zwar auch sagen, dass hier immer Verletzungen in der Liebe stattgefunden haben. Bei euch im Herzen gab es hier immer wieder Verletzungen, aber man wird jetzt endlich mal eine Lösung finden, mit dir hier zu reden, mit dir zu kommunizieren, dass man wirklich diese Dinge mit dir klärt in den nächsten Schritten, damit wieder mehr Sicherheit reinkommen kann. Ne, weil dein Seelenpartner liebt dich. Auf jeden Fall ist hier das Herz mit dabei. Der hat Liebe. Ja, und die Verletzungen, die werden jetzt hier weggehen. Ne, die werden rausgehen. Es kann ein neuer Abschnitt beginnen. Es wird hier das große Glück geerntet, ganz einfach. Ja. Die Sense bedeutet zwar auch manchmal Gefahr und Schock für diese Liebe, ne, dass hier irgendwas noch verletzen könnte. Aber mir kommt das jetzt wirklich so rein. Das wird mir auch so reingegeben, dass diese Verletzungen jetzt hier in der Liebe rausgehen werden, ja, dass es jetzt nicht mehr so sein wird, dass er dich vielleicht auch mit Absicht verletzt oder weil er halt Kummer hat, dich verletzen tut. Ja, das war wahrscheinlich auch öfters mal der Fall hier, dass er in seinen eigenen Kummer so ein bisschen versunken ist und dir einfach nur so eine gewisse Fassade gezeigt hat von sich, was aufgesetzt hat, ja, dass es ihm vielleicht auch gut geht, aber im Innerlichen hast du vielleicht auch gemerkt, dass es ihm gar nicht so toll geht. Ne? Auf jeden Fall fühlt er sich mit dir verbunden und sehnt sich nach der Verbindung. Und ja, wie gesagt, die nächsten Schritte, er wird versuchen, hier etwas mit dir zu klären. Ja, dass es ganz einfach wieder sicher gemacht wird bei euch. Er wird dir vielleicht auch noch sagen, dass er dich liebt. Auf jeden Fall gehen Verletzungen hier raus. Und ich möchte jetzt mal so einen Zeitraum wissen. Ja, und da haben wir hier 6 Tage und 6 Wochen. Genieß die Zeit, ne? Du sollst hier die Zeit genießen. Und dann haben wir hier noch einen Tag und eine Woche. Es geht fast zu schnell. Also ich denke, er wird hier schon in schnellen Schritten auf dich zukommen. Na? In schnellen Schritten wird er auf dich zukommen. Du kannst dann circa in 6 Tagen, 6 Wochen hier diese Zeit genießen mit ihm. Also in diesem Zeitraum wird das hier wohl stattfinden, ne, diese Sache hier. Okay, ja, da wären wir schon durch mit dem Seelenpartner-Orakel und dann gucken wir mal, was dir dein Seelenpartner jetzt noch sagen möchte. Erfolg. Na, und den sehen wir ja hier auch schon, diesen Erfolg mit der Sonne. Hab Vertrauen, es wird ein Happy End auf der ganzen Linie geben. Und was möchte er dir noch in Worten sagen? Huch. Och Gott. Ja, also die Karte ist gerade voll weggefallen, sage ich euch schon mal richtig weit. Und er sagt dir hier erstmal, dass er Angst hat. Ja, der hat Angst, auf dich zuzukommen. Ja, das hat man ja vorhin schon gesehen. Aber alles wird gut werden, sagt er dir. Na? Na gut, also wenn er auf dich zukommt, da wird er richtig bibbern und Angst haben in deine Richtung, ja. Also irgendwas hat er wohl hier falsch gemacht, gell? Würde ich mal so sagen, wenn er da Angst hat, auf dich zuzukommen. Ich wünsche euch auf jeden Fall eine wundervolle Zeit. Ihr könnt mir ja mal eure Situation schildern, wie es gerade bei euch im Seelenpartnerprozess ist. Würde ich mich drüber freuen. Na? Und ich wünsche euch, wie gesagt, einen wundervollen Tag noch. Ciao.